43. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga. Augsburger Panther gegen die Kölner Haie. Wenn man so will, ein Duell der Original Five. Also seit DEL-Gründung beide Mannschaften dabei, trafen zum 120. Mal aufeinander. Augsburg in den dunklen Trikots mit Drang nach vorn, aber immer wieder mit Fehlern in der Rückwärtsbewegung. Und Louis-Marc Aubry in der vierten Minute mit der ersten dicken Möglichkeit für die Haie gab da schon die Richtung für die kompletten 60 Minuten vor, denn es ging fast nur gegen Dennis Endras, der hier eine spektakuläre Parade hinlegt. Augsburg mit Vorstößen auf der einen Seite, ja, aber das Ganze gipfelt am Ende mit dem 1:0 für die Haie. 12. Spielminute und aus einer Offensivaktion von Augsburg. Hier Rantakari mit dem Schuss, der zum Boomerang wird. Klasse öffnender Pass. Justin Schütz, überragende Puckmitnahme und keine Zuordnung von Augsburg in der eigenen Zone. Gregor McLeod zum 0:1. Augsburg versuchte immer wieder was nach vorne und hatte hier mit Matt Pampel, kein Witz, nach 13 Minuten und 20 Sekunden seinen allerersten Torschuss. Ančička war dran und der Pfosten noch mit dabei. Das Team von Uwe Krupp gut in Fahrt in den ersten 20 Minuten. Hinein in Abschnitt 2. Powerplay für Augsburg. Chance ist da. Und dann dieser Konter über Schütz, über Kamera. Und am Ende wieder Justin Schütz, der hier einkehrt. Shorthander in der 29. Minute für die Haie. Wieder eine Offensivaktion von Augsburg. Und wieder das Ding durch den Konter gnadenlos ausgespielt von den Haien. 20. Saisontor, 4. Shorthander in dieser Saison von Justin Schütz. Die nächsten Minuten, klasse von den Haien und ganz bitter in der Folge für Augsburg. Auch hier wunderbar kombiniert, aber von Augsburg natürlich viel zu viel Platz gelassen. Gregor McLeod wieder auf Justin Schütz, eingeleitet durch den Pass von Grenier. Das 3:0 und Saisontor Nummer 21 für Justin Schütz. Nächstes Beispiel gefällig, Zweikämpfe von Augsburg. Wir blicken mal auf Welsh. Ein Fehler im Zweikampf, zweiter Fehler. Jetzt schubst er den Puck hier nur hinters Tor. Aber da geht Grenier dazwischen und Gregor McLeod zum 4:0 in der 38. Spielminute. Das ist einfach zu wenig, das ist nicht gut überlegt. Das ist insgesamt nicht gut gespielt und Augsburg wird hier im eigenen Stadion von Köln über 40 Minuten teilweise vorgeführt. Der Schlussabschnitt. Augsburg wollte sich aufbäumen, aber Augsburg kommt hier wieder nicht in den Zweikampf. Und Dave McIntyre nach 98 Sekunden im Schlussabschnitt zum 0:5. Eingeleitet durch den Pass von Mo Müller und dann umkurvt McIntyre Augsburgs komplette Abwehr inklusive Dennis Endras und erzielt sein 6. Tor in dieser Saison. Damit war das Ding natürlich durch. Köln schaltete den Gang zurück und so kam Augsburg nochmal. Chris Collins, der sich bemühte, die ein oder andere Chance hatte und dann zumindest einen hatte für die Augsburger Panther. Es war der perfekte Schuss, es war aber auch das Einzige, was Augsburg hatte, das 1:5, letztlich auch der Endstand. Ich finde, wir haben im letzten Spiel auch immer gut gespielt. Klar, haben wir auch mal Spiele, wo es nicht so gut läuft, aber heute sind die Dinge auch endlich mal reingegangen. Ich finde, wir haben jedes Spiel gute Chancen. Unsere Reihe funktioniert, finde ich, seit Saisonbeginn eigentlich. Und ja, wie gesagt, heute sind die Dinger reingegangen und ja, nehmen natürlich mit. Was soll ich jetzt sagen? Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen heute nicht gut waren, aber umso härter die Zeiten sind, umso wichtiger ist man, dass man zusammenhält und weitermacht. Und wir haben jetzt ein Spiel verloren von den letzten 10 und ist noch nicht vorbei, sondern wir haben einfach ein Spiel verloren und jetzt fahren wir am Sonntag nach Nürnberg und da müssen wir gewinnen.
Für Augsburg heißt es durchhalten, Punkte sammeln. Die Kölner Haie greifen durch den Sieg in Augsburg wieder an im Kampf um Platz 4 und Heimrecht in den Playoffs. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.